Ja, Softlock. Ja, Mann! Yes! Ciao zusammen und willkommen zur zweiten Folge von der Super Mario Odyssey Joy-Con Drift Challenge. Ja, ich hoffe mal, dass die erste Folge gut bei euch ankam. Ich weiß es nicht, weil ich alles am Vorproduzieren bin. Ja, die ersten einigen Folgen werden auf jeden Fall vorproduziert sein. Ein großer Teil, denke ich mal. Ich weiß auch nicht, wie viel ich schaffen werde. Und ja, eigentlich sagte ich ja in der ersten Folge, dass ich plane, die Story durchzuspielen. Also das heißt, in jeder Welt die Multimonde zu sammeln vor dem Final Boss. Aber ich weiß nicht, ob es auch im Wüstenland funktionieren wird, weil es gibt zwei 2D-Areas. Da beim Turm und dann noch in der Pyramide. Und die sind alle Pflicht. Und ah, der Vogel ist weg. Der Vogel ist weg, aber ich kann mal da versuchen... Nein, das ist dumm. Das ist dumm, in die Böhre zu gehen, weil dann kann ich da nicht weg. Okay, also auf den Vogel soll ich mal verzichten. Also ich soll in solche Räume vermeiden, wo ich die Kamera nicht enden kann, weil dann bin ich aufgeschmissen. Okay, aber ich kann schon mal das da hier da pflanzen. Genau, das geht. So, da reinige ich nicht, weil dann bin ich reingesperrt. Aber ich denke, im Wüstenland habe ich auf jeden Fall viele Möglichkeiten, an die 16 Monde ranzukommen. Aber ob ich die Story beenden kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und ich weiß nicht, ob es so spannend jetzt wird in der zweiten Folge mit der ersten. Weil in der ersten kam halt das Kaskadenland. Und da gab es einige interessante Sachen beim ersten Mod und dann noch beim Madame Broodfight. Ja, und es gab zwei Softlocks in der letzten Folge. Und ich hoffe, es wird diesmal keine Softlocks geben. So, schaffe ich diesen Jump? So. Naja, vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich den. Das könnte gut möglich sein. Die linke Hand ist wieder frei. Ich spiele nur mit der rechten Hand. Mit dem rechten Joy-Con. Das ist so cool. Diese Challenge ist einfach so cool. Ja, und wieder Shoutout an den Spiky Spikes, der diese Challenge erfunden hat. Ich verlinke ihn bei jeder Folge in der Beschreibung, weil die Idee war nicht meine, aber ich fand es einfach so cool, dass ich sie einfach übernommen habe. Ah, aber ich will es schaffen, das ist definitiv möglich. Ah, in etwa so geht das, aber schaffe ich es von der anderen Seite vielleicht? Hm, sieht nicht so aus, okay. Ich versuch's auch mal von der ersten Seite da. Yes! Der Stampferdackensprung. Mit dem Stampferdackensprung habe ich es geschafft. Oh mein Gott, das macht so Spaß. Es ist so eine komplett neue Art, Mario Odyssey zu spielen. Ist wirklich mega cool. Ich liebe diese Challenge. So, jetzt sind wir in der Ruine angekommen. So, der Kugelwilli, der sollte eigentlich gut steuerbar sein, denke ich mal. So. Ja, den kann ich eigentlich ganz gut steuern mit der Kamera. Okay, also mit dem sollte ich eigentlich gut umgehen können. So, dann kann ich auch gleich hier diesen Mond da holen und den anderen auch noch. So, dann habe ich jetzt diesen Mond und versuche ich mal diesen einen Sphinx-Skip. Oder nicht Sphinx-Skip, diesen Jaxi-Skip, genau. Ja, was habe ich jetzt Jaxi mit Sphinx verwechselt und... Okay, daraus wurde jetzt nichts. Ja, vielleicht gehe ich jetzt mal raus und warte nicht, bis er das zerstört. Es geht, es geht! Oh mein Gott! So cool, so cool. Einmal kann ich jetzt mit Jaxi reden? Geht das? Geht das? Kann ich mit Meowx oder Jaxi, wie man ihn nennen will, reden? Geht das? Und da... Okay, da habe ich jetzt mal die Münzen und da den Mond, den nehme ich jetzt mal an mich, aber kann ich gar nicht mit ihm reden? Nein. Nein, das kann ich gar nicht, wenn ich die ganze Zeit in Bewegung bin. Oh mein Gott, gibt es keine Möglichkeit? Ich will gerne mit Jaxi fahren. Okay, also wird der wahrscheinlich keine Option für uns. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Okay, aber da, das sollte ich eigentlich gut schaffen können, oder? Weil die Kamera zeigt immer dorthin, aber mal die... Aber die Kamera. Stimmt. Was kann ich jetzt tun? Kann ich mich... Nein, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich kann mich jetzt nicht ausrichten. Softlock, ich bin so dumm. Das ist ein Ort mit fester Kamera. Oh mein Gott, solche Orte muss ich unbedingt vermeiden. Nein. Nein, es gibt keine Chance. Ja, Softlock. Okay, gut, ich denke mal, ich versuche einfach in der Story voranzukommen. Mal sehen, ob ich diesen 2D-Turm hochklettern kann. Eventuell kann ich mit der Kamera etwas manipulieren, sodass mit dem Stick nach oben als nach rechts oder nach links gehen gewertet wird. Mal sehen, ob ich es irgendwie schaffen kann. So, Weitsprung. Easy. Schaufeldackensprung. Easy.
Easy, so, diesen Mond kann ich auch gleich mitnehmen. So, ich bin wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal in diesen 2D-Turm. So, erstmal die Kakteen entfernen und es sieht so aus, als ob es möglich wäre, oder? Nein, das wusste ich gar nicht. Ich kann die Kamera nur nach oben, nach unten bewegen. Okay, ich kann die Kamera nicht nach links oder rechts bewegen. Keine Chance. Okay, aber zum Glück kann ich mich ducken, um dann wieder rauszugehen. Okay, also wissen wir, ich kann nicht die Story vom Wüstenland beenden. Ja, also ich finde einen anderen Weg auf den Turm rauf, aber ich denke, ich muss andere Monde einfach finden. Alles klar, dann hole ich mal diesen einen Mond von dieser Sub-Area da. So, Abkürzung, easy. Aber jetzt das Hochklettern könnte spannend werden. So, Dive. Oh mein Gott, als ob ich das doch überlebt habe. Okay, Wandsprünge. Wie will ich das machen mit der Kamera? Wie will ich das machen? Ich glaube, ich einfach einen guten Moment erwischen. Ah! Muss ich ständig die Kamera um 180 Grad drehen oder wie, um Wandsprünge machen zu können? Wahrscheinlich schon. Aber die Kamera ist dann zu langsam, oder? Ist dieser Mond überhaupt möglich? Vielleicht muss ich bei den Wänden einfach mega lang an der Wand sliden. Oder relativ lang, damit ich dann genug Zeit habe zum Kamera ausrichten. Mal sehen. Oh, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es kann funktionieren. Wenn man einfach ein besseres Timing erwischt, wenn man anfängt, kann das durchaus funktionieren mit dem an der Wand sliden, damit man genug Zeit hat zum Ausrichten. Nein, so komme ich wahrscheinlich nicht drauf, oder? So komme ich rauf. Oh mein Gott, vielleicht schaffe ich das. Nein, oh mein Gott, ich war so nahe dran, so nahe war ich noch nicht dran. Oh mein Gott, es ist möglich, ich weiß es. Was war das für ein seltsamer Dreisprung? Irgendwie war die Animation für den Dreisprung da, aber irgendwie der Sound nicht. Mega seltsam. Oh mein Gott, dieser Safe? Oh, Doppel-Safe. Okay, aber das bringt mir nichts. Ich muss den Mond bekommen. 3000 Jahre später. Oh mein Gott! Ja, Mann! Yes! Oh mein Gott! Das hat so verdammt lange gedauert! Ich werde mal im Schnitt einblenden, wie lange ich dafür gebraucht habe, aber... Das war enorm schwierig! Also, Challenge an euch, macht das auch! Ihr könnt mir gerne auf Twitter Videos senden, mich einfach markieren in dem Tweet und mir ein Video schicken, wie ihr es gemacht habt. Vielleicht gibt es auch eine viel einfachere Möglichkeit. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Ja, also man kann ja gleich Videos vom Album von Nintendo Switch gleich direkt auf Twitter teilen. Und ja, also gut, ich würde mal sagen, ich beende mal diese Folge. Weiß nicht, wie lange die jetzt wurde, aber das dauerte extrem lange, Designer Challenge. In der nächsten Folge machen wir das Wüstenland fertig und vielleicht sogar noch das Seeland. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Dieser eine schwierige Mond kriegt auf jeden Fall einen Like, weil ich glaube, das war wirklich eine Leistung von mir. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.